Ich wurde disconnected wegen Lazy Beard. Xbox AFK. Game Studios. Unreal Engine. Ah, mit Unreal Engine programmiert. Bietet sich an. Na komm, Microsoft-Konto schon wieder gesperrt wegen Hacking oder? Schauen wir mal. Ich will doch hoffen, ich will wieder 10.000 haben. Aber wie viel waren es? 100.000? Ich glaube, es waren 100.000 und 15 echt Geld. Spiel starten. Was? Sein Account wurde mal gehackt, der hat Geld darauf entweder gefarmt oder getweetet. Die Dienste von Sea of Thieves sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuch. Okay, ich kann gerade leider nicht. Die Dienste von Sea of Thieves sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuch es erneut. Wirklich? Mal wieder. Glaube ich nicht. Das kanntest du doch schon. Nee, das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen. Also ich komm rein. Ja. Die Server sind nicht down. Ich kam vorhin auch... Ja, Sekunde. Sekunde, wir gehen mal kurz in... Kurz mal in ein paar Warteraum. Und da sind wir wieder zurück. Jetzt die große Frage, mit oder ohne Xbox Live? Sonst wird's ja nicht laufen. Stimmt auch wieder. Ja. So, da bräuchten wir noch eine Einladung von irgendwem. Ich bin nicht sicher, ob die mittlerweile auch übers... Modi ist ja noch nicht drin, oder? Modi, du hast noch kein Spiel. Ich starte einfach schon mal einen Zweimaster. Mach du schon mal ein Schiff bereit und lad mich ein. Und Modi dann auch. Sind hier noch ein Zweimaster, drei Leute? Ja. Perfekt. Und wollen wir mal ein größeres. Wollen wir nicht mal ein größeres Spiel spielen? Ein größeres Schiff? Das ist aber anstrengend, ja. Und wir sind für die Story da, nicht um das Schiff okay. in den Satz zu setzen. Ich hatte gerade noch das Intro. Das ist neu. Schau dir an, welche aufregenden Seefahrten-Events und Abenteuer dich auf hoher See erwarten. Ikirikus so. Hat dich eingeladen, der Crew beizutreten. Möchtest du annehmen? Nein. Modus, ich habe schöne pinke. Ich habe schöne pinke Haare. Meine sind aktuell blau. Wollen wir schon mal starten und Modi dann später noch dazukommen lassen? Wenn wir jetzt warten, muss ich bis dann schon wieder zur Arbeit. Segel setzen. Okay. Modi kommt dann ja dazu. Ich komm danach. Sind nur noch 10 Gigabyte. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Internet will heute wohl nicht so richtig. Modi ist auch bei Vodafone. Ja. Modi, ich hab jetzt übrigens den Text in meiner Infobox hier, in meinem was du dir letztens gesagt hast. Ich glaube, gestern hast du das. Ich guck's mir gerade mal an. Hier, dass er nicht mitspielen dürft, habe ich mal reingepackt, den Text. Oh, ich sehe schöne Fluch der Karibik-Bilder. Ja, ich seh's. Hübsche Fluch der Karibik, der Krake, Johnny Depp. Dieses Spiel noch nicht mit diesem Monitor gespielt. Ich muss dringend die Helligkeit hochdrehen. Bei mir ist noch Warteraum. Ich komme nicht ran. Bin ich überhaupt zu hören? Können wir mal jetzt mal reinschauen? Ja, bist du. Okay, alles zu hören. Sehr wundervoll. Okay. Stimme für ein Missionsbuch ab. Nö, jetzt noch nicht. Das ich muss jetzt mal Wasser einstellen. Hi, Prof. HDR kalibrieren. Fuck it, gib ihm. 5,7. Juhu. Sehe ich nicht hübsch aus. Nein. Ich hab einen pinken Bart. Die Kinder der Verdammten. So, wir würden Jack Sparrow Quest nehmen. Die Jack Sparrow Quest ist logischerweise die aus den Filmen, die hier fröhlich an der Ecke sitzt. Aha. Sprich mit der Schiffsbrüchigen. This world, it is a changing thing. Aha.
Sie spricht gar nicht mehr. Egal. Ein Piratenleben, da liegt der Sheet. Hustanfall. Ich werde trinken. Drittel geschafft. Ach du Scheiße. Moi, die kommt halt nicht mehr mit dazu. Ja gut, ich bin halt bei knapp 40 Mbit gerade. Versunkene Pearl. Siemens ganze Abstimmung gesperrt. Oh, okay. Was machen wir? Ist schon Pirates Live hier. Okay. Muss ich für stimmen. Meine Fresse. Ho, 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 Piraten haben's gut. Spürst du das? Was? Wie? Sorry. But them always promise the freedom of the sea. Now, though a new danger is coming on the tides, already a change this world to its liking. And if what it wants can't be found, it will take everything. Want to know its name? Yo. The one who brought this ruin lie in iron belongs to the ferryman. Trapped for hör dir die Story an. Nö. Für was bist du denn in diesem Spiel, wenn du die Story nicht interessiert? Das muss ich spielen. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to store. But if the ferryman can catch you, your destiny might be there. Jetzt geht's, es geht mir schon jetzt auf den Sack. Still listen. Jo. Then listen close. All you think you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see those cursed shores with new eyes. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you the way. Ja, sind wir durch. Wollen wir los? Wir sind nicht durch. Was, bei mir ist vorbei? Nein, nur weil der Text vorbei ist, sind wir nicht durch. Okay, da passiert noch was. Ja, guck dir doch zu, du Vogel. Oh. Und der Mann behauptet, Storyspiele zu mögen. Das ist... Ich seh's gerade im Stream, was machst du denn? Spielen, Musik spielen. Ich verliere gerade endgültig die Lust wieder. Willkommen im Club. Ich nehme das Spiel nicht wirklich ernst. Du hast das Spiel nicht mal angefangen! Hier! Nicht wegen der Story. Wie, ich habe das Spiel nicht angefangen? Ich höre dir doch zu, wie dies labert. Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Ich komme gerade auch auf deinen Stream und du tust alles Mögliche, aber... Ich höre ihr zu, wie die labert. Sagt irgendwas, wenn jemand flüstert und so weiter. Das Piratenleben. Now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. Hurra. Müsste ich irgendwo ein Buch haben. Ja, wo wohl?
Wie zum Fick blättert man nochmal in diesen Gezeiten führt mich her. Ich stehe Seefahrer, trägt das Piratentraum im Herzen. Ah, okay. Ja. Hübsche Bilder. Schau zum grünen Horizont, zum Schein, schreit nicht. Den Traum zu retten, das ist ein Piratenleben. Ja. Ich habe so eine vage Ahnung, was zu tun ist. Das grüne Licht haben sie ja schon als Easter Eggs dauerhaft im Spiel drin gehabt. Ja. Yeah. Jetzt hat es auch tatsächlich den Sinn anscheinend. Obwohl, da ist ein fucking riesiger grüner Strahl, der in den Himmel schießt. Oh! So viel zu dem grünen Licht. Okay, das haben sie nicht als Easter Egg übernommen. Ich würde mal sagen, wir suchen das grühne Licht. Wo könnte es sein? Ich sehe die Augen von anderen. Ich mach noch kurz das Schiff hübsch. Habe ich irgendwas fürs Schiff? Zack, zack, nein. Wahrscheinlich nicht. Ich hab dann später was fürs Schiff, aber... Zack, zack. Ich hab wahrscheinlich nur mein Outfit verschönert. Ich glaube, du hast auch irgendwas fürs Schiff gekauft gehabt. Nee, ich glaube nicht. Das hier... Wie öffne ich denn die Truhe? Ja, ich bin gerade dran. Oh, stimmt, ich habe ja das gesamte Halo-Ausstattungspaket für Sea of Thieves. Ich kann einen fucking Spaten vorne ans Schiff schrauben. Bin schon mal an Bord. Wo könnte das grüne Licht sein? Keine Ahnung. Die Kanonen sehen hübsch aus. Ja. Hab die ganze Schiete damals bekommen, als ich die ganzen Ashen Quest Sachen gemacht habe. Also drüben bei den ganzen Vulkaninseln habe ich das komplette Event damals durchgezogen, nur für die ganzen hübschen glühenden Sachen. Ich hab mir, glaube ich, einfach nur das Kraken-Set damals gekauft und hab dann wieder spielen. Soll ich mal ins Steuerrad gehen? Okay. Wo wollen wir hin? Ich würde mal sagen, zum grünen Licht. Ich hab die Kanone, hab ich auch gekauft gehabt. Okay. Aber wo ist das grüne Licht? Wie sollen wir das nur finden? Ich glaube, nördlich müsste es sein. Das ist grünes Licht. Was tut ich seh nichts, da ist ein Segel im Weg. Das ist ein Segel im Weg. Ich sehe kein grünes Licht. Nach links? Sekunde. Es sind Gegner hier. Nee, er drückt bloß falsche Tasten. Ja. Ich sehe ja, was er drückt. Ja. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen nach links. Wir müssen nach links. Wir müssen vieles. Ich muss zum Beispiel das Schatzschiff jetzt reparieren. Holz. Ja, aber neue Stadt wäre sich schneller. Oh. Ein grünes Licht. Oh Gott! Ist das Schiff überhaupt noch da an dem Punkt? Ja. Was übrigens? Puff repariert gerade schön. Der eine davon bin ich. Oh, und ich bin da. Dachte ich mir schon. Andere Richtung. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Links. Jetzt genau zwischen den Steinen durch, na, das wird ja spannend. Ja, mittig rein. Dann wollen wir nochmal. Das kriegen wir niemals hin. Mach dich schon mal zum Reparieren bereit. Das wird nix. So wie du fährst, ja. Wie ein Besoffener. Ja. Ich glaube, besoffen müsstest du besser fahren. Sekunde, das lässt sich ändern. Nö, das war die falsche Taste.
Sekunde. Pass auf mich mal ein bisschen. Rechts, rechts, rechts. Guck erforderlich, um Grog aufzufüllen. Was, Ich hab. Du hast alle dabei. Das geht nicht. Okay, einer von den Menschen, die die Grundlagen des Spiels nach 5 Minuten vergessen. Oh, es wird Spaß. Wir sind in Wanderer's Refuge. Mehrere Verletzten nach Messerattacke in Würzburg. Oha. News auf meinem Handy. Aha, da wo ich hingehöre. Okay. Cool. Breaking News. Okay, cool. Was machen der jetzt? Ein Papagei. Tote erzählen keine Geschichten. So ist der vierte Teil, der fünfte. Der war so scheiße. Ich hab den vierten gesehen und danach habe ich nichts mehr geguckt aus dem Kram. Ich hab den fünften versucht. Ich bis auf mich. Prost. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Schiff alleine fährt und wir nichts machen müssen. Ja, deshalb kann ich mich aber saufen gehen. Oh mein Gott, die meinen das ernst. Hier kommen gerade die ganzen Schiffe mit den Verstorbenen. Könntest du vielleicht nach oben, damit ich auch was sehen kann? Oh mein Gott, Maggie hat keinerlei Interesse an der Story. Oh mein Gott, ist das cool. Was ist cool? Ist das nicht im Grunde die Story von Teil 3? Ne, Teil 5. Nein, Teil 3. Teil 3. Was wäre, wenn wir über Bord laufen würden? Ausprobieren. Das ausprobieren. Also zumindest im Film war es, glaube ich, keine so gute Idee. Ich glaube, die haben das nie gemacht. Ich glaube, es ist nie jemand über Bord gegangen. Weil du ja dann verloren wärst für ewig. So war zumindest die Story. Elizabeth hat es, glaube ich, versucht, aber wurde dann festgehalten und kam dann im Endeffekt nicht an Bord. Jetzt sind die gerade einfach weggeploppt. Oh, ein Schiff. Davy Jones erwartet uns. Das ist nicht Davy Jones. Ich hoffe es einfach mal. Davy Jones hat funktionierende Säge. Und nicht viel Schwan. Ich wollte Kopf runterschubsen. Yep. Es war der Kopf. Komm, mach eine Charge Attack, damit du vom Schiff liegst. Ja, los, mach einfach mal. Auf. Einfach gedrückt halten. Nö. Das Wasser sieht sau cool aus. Ja. Wie Sterne sich alle drin reflektieren. Ich genieße gerade meinen neuen Mist. Monitor. Keine Kanonenkugeln drin. Willst du jetzt auf die Toten schießen? Warum nicht? Natürlich will er das. Was? Und er ist... Ich bin tot. Entweder Zwischensequenz oder... Ich bin irgendwie weg... Gestorben. Ich bin festgebackt irgendwie oder ich bin gerade unter Bord gegangen und jetzt... Genauso, ich glaube, das ist Zwischensequenz. So. Aber ich sehe dein Name-Tag dort. Das ist man halt echt nicht gewöhnt vom Spiel. Ja, Zwischensequenz ist so weird. Ich seh dein Name-Tag in der Zwischensequenz. Ja, ich bin aber auch nach hinten weggeschleift worden. Deine Seele ist aber aus dem Körper gerissen worden. Und ja. Ich stehe wieder vorne drauf. Ein Piratenleben. Ich lade mal Kanonenkugeln rein. Was für die man braucht. Ich glaube, ich jetzt wieder steuern und diesmal steuere ich. Mach das. Ich lade die Kanonen. Moin. Sehr schön und. Ich glaube, das ist schon etwas spät. Aber naja. Ja. Das war viel zu spät. Okay. Versucht zu schießen? Das wird jetzt lustig! Oh nein! Ja, warte, was? Ich hab's nicht intern rumsen hören. Ist das Schiff noch in Ordnung? Er fährt ja nicht. Ich fahr aber. Vielleicht ist das Schiff hier momentan unzerstörbar oder so. Das könnte sein. Außerdem lenkt mich irgendein System hier komplett durch die Gegend. Hier sind unsichtbare Wände. Also wir müssen gar nicht lenken. Es ist halt quasi der Story-Modus vom Spiel. Was erwartest du? Ja. Nicht in fucking Rail-Shooter. Noch wurde nicht geschossen. Was? Das entwickelt sich noch zu einem Rail-Shooter. Das
gucken wir dann. Also im Trailer kam raus, dass man auf jeden Fall auf irgendwas schießen wird. Okay. Wer hätte es gedacht bei einem Spiel, in dem Waffen eine Rolle spielen? Ja, ich weiß, hat mich bei Call of Duty auch ziemlich gestört. Mensch, Waffen. Und dann schießt man damit. Hätte die als Nussknacker verwendet. Ich habe eine Tat abgeschlossen. Ich habe die Königsklappe aufgehängt. Die habe ich gekauft. Ja, genau, das war das, was ich gekauft habe für das Schiff. Die Fahne. Stimmt. Er hat sein ganzes Geld für eine Flagge ausgegeben. Nee, und für meinen... ich glaube, wir fahren aufs... Ja, das sieht ziemlich tot aus. Wir können auch eine hübschere Flagge aufhissen. Regenbogen. Komm schon, das geht doch ein Stück. Es ist doch Juni, da können wir doch hier mal hübsch beflaggen. Yay. Du weißt nicht, wer auf dem Schiff seid, oder? Irgendwo läuft noch Wasser rein. Hübsch beflaggt. Hast du gerade 290 von dieser Echtgeldwährung gehabt? Was wäre ich? Ich glaube, unser Schiff läuft voll. Ja, ich hab's gerade gefunden. Nahrung zu kochen benötigt. Ich sollte, glaube ich, mal schaufeln. Da war kein Wasser. Ja. Ich bin an Land. Was hast du gesagt? Was? 260 und 1822. Ja, 260 hast du. Wahrscheinlich noch vom letzten Hack. Oder der war zwischendurch wieder auf deinem Account und hat Dinge gekauft. Kann gar nicht sein. Woher willst du das wissen? Weil ich mein Passwort geändert habe. Vielleicht teilst du jetzt unfreiwillig deinen Account mit irgendeinem Russen. Ja. Ich habe 286 Golddublonen, 25 blaue Dublonen und 53.000 Goldstücke. Okay, dann hast du einen Plan, was wir machen sollen? Ich würde sagen, einfach mal in die Insel rein oder auf die Insel drauf oder wo auch immer. Mal gucken. Okay. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Und spielen ein frohes Lied. Oh nein. Ich bin froh, dass ich den Ton aus habe. Da kann man nicht rein, glaube ich. Da steht eine Figur. Läuten ihre Glocke. Kann man nicht. Kann ich wenigstens auf die Glocke schieben. Ich bin bei 11. Nö. Hübsche Figur. Ich sehe, dass du Musik spielst. Natürlich spielt er Musik. Und. Irgendjemand muss doch für Stimmung sorgen. Ja, aber nicht diese Stimmung. Wieso nicht? Ich kann die Seelenflamme mitnehmen. Wunderbar. Krall dir mal die Seelenflamme. Ich vermute mal, die brauchen wir noch. Schwinge deine Laterne rum. Das ist ja eine Sekunde. L. Habe ich. Gut. Ist das jetzt das Seelenfeuer, was ich da drin habe, oder? Laterne anzünden. Ja, scheint geklappt zu haben. Leuchtet grün. Wie oft wollen Sie das noch wiederholen? Etwa 150.000 Mal. Mhm. Vor allem die gespenstische Stimme sagt, die Toten reden nicht mehr. Ja. Also das ist ein bisschen Doppelmoral, würde ich sagen. Mach hier mal Feuer. Hast mal Feuer. Ah. Skelett anziehen und Laterne anzünden. Sonst noch was hier? Okay. Ja, die Fackeln anzünden. Die Fackeln wahrscheinlich hier. Wie rum das geht. Nö, ich kann sie nicht anzünden. Okay, noch irgendwelche Skelette hier? Hier können wir durch. Auf hier können wir weiter. Oh, hier. Cool. Glaube ich zumindest. Yo ho, Piraten haben's gut. Nö. Nee, hier können wir nicht durch. Aber hier ist eine Laterne. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Und, oh, Geister. Hallo, Geister. Ich sag doch, die werden das noch 100.000 Mal sagen.
Da geht's lang. Danke, Geister. Ist Laterne noch mit dabei? Die habe ich. Da komme ich nicht hoch. Okay, wer ist das? Ein Toter. Noch mehr Tote. Die sind alle ziemlich tot. Tja. Singen in der Ferne. Yo ho ho, Piraten haben's gut. Ja, ja. Yo ho ho, die Piraten hier sind tot. Und besoffen. Und Musik. Ich mach mit. Er spielt mit den Geistern. Ich stell mich dazu. Warte mal, was der mir gerade hier erzählt. Ah, Tote schmecken also nicht. Aber sie besaufen sich. Nicht reden, nur saufen klingt eigentlich nach einem guten Leben. Saufen? Krieg ich hin. Ich glaube nicht, dass du Alkohol dabei hast. Es gibt Saufgeräusche. Rudergriff entdeckt. Und ich brauche mehr Helligkeit. Einstellung. HDR. Bringen wir den okay. Scheiß auf 6000. Hilft's? Nein. Hier ist es auch ziemlich duster. Aber das ist eine Laterne dabei. Ich kann sie gerade nicht benutzen, weil ich den Laterne bringt auch nichts. Laterne bringt auch nichts. Die macht ja nichts hell. Es wäre zu schön, wenn der Laterne was hell machen würde. Und die ganze Zeit im Hintergrund, Joa, Piraten haben es gut. Reparieren. Hebel benutzen. Wo bist denn du? Hier oben. Da oben. Er rennt schon vor und der Screamer kommt natürlich wieder nicht nach. Natürlich. Ja. Und der ein Live-React macht. Nichts passiert. Ist leider auch anwesend. Kein Wunder, die Tür ist ja auch schon offen. Properly warned, he means, as I. Who knows when that. Lass mich raten, Tote erzählen keine Lügen. Keine Geschichten. Und der ist gefallen. Ja. Ah ja. Ich auch! Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da ist ein Weg durch und dann kann man den Parcours nochmal starten. Finde den Weg aber nicht. Oh nein, der Orientierungssinn. Tja. Den Weg. Steck jetzt hier im Nebel fest. Ja, mach mal. Ich bin so bei. Bin mal ganz woanders. 6 gerade. Da wo du bist, komme ich gerade nicht hin, weil ich bin ganz woanders. Eventuell. Komm mal hierher. Geht nicht. Da, wo ich jetzt stehe. Das ist ein Fels im Weg. Durch den Fels durch, sondern geh außen rum. Eventuell hier lang. Da, wo ich bin, aber außen rum. Okay. Du willst dich auf einem Quadratmeter verlaufen, oder? Oh, sehr schön. Huha. Huha. Moin. Aber schon schöne Map haben sie hier gebastelt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber was anderes als die ganzen anderen Inseln. Nicht schlecht. Keine Ahnung, hab die Longtails nie gespielt, von daher weiß ich nicht, wie die ganzen anderen Quest-Maps aussehen. Das stimmt wiederum. Laterne benötigt. Aha, hab ich ja noch. Hier müssen wir was anzünden. Irgendwie nicht. Na, komm. Du hast ja auch dieses Seelenzeug nicht mitgenommen. Zum Anzünden der Laterne heben. Habe ich doch. Hier. Rechte Maustaste. So, hier. Sehr schön. Ah, so. Leuchtet. Das ist eine Seele. Und Piraten auf dem Boot. So, auf geht's. Hier drüben sollen wir den Anker lichten. Und keep your ruddy hands inboard.
Na dann. Auf geht's. Tote sprechen nicht mehr. Ach, das habe ich schon mal irgendwo gehört, Prof. Ich habe da so ganz leichtes Déjà-vu. Ich weiß nicht woher. So ein bisschen. Kommt mir seltsam bekannt vor. Ha, es liegt mir auf der Zunge. Und wo gehst du jetzt lang? Bis Wasser. Ich schwimme ein bisschen. Mir ist warm, also gehe ich eine Runde schwimmen. Oh, eine Leiter. Außerdem habe ich keine Ahnung gehabt, wo ich hin muss. Also hier ist eine Leiter, hier kann man hoch. Aber da geht man den Zug zu. Runter. Ja, tut er. Ja, hier könnte es. Hier könnte es theoretisch durchgehen. Du hast ja auch keine Wahl. Das stimmt. Ich freue mich schon, wenn ich den Tabu-Stream einfach rausschneiden muss. Hier vielleicht. Den was-Stream? Ich freue mich schon, dass ich einen Teil von deinem Stream einfach rausschneiden muss. Ja. Wo muss man da hin? Keine Ahnung. Kann man das vielleicht anzünden? Die Fackel hier? Vermutlich. Ich tipp gerade mal in die Laterne rein, aber es ist halt keine Option dran. Was? Habe E gedrückt. Du hast keine Laterne, du Skelett, du. Ich habe eine Laterne. Ja, du hast eine Laterne, aber die muss ich dir nicht anzünden. Was machen wir damit? Vielleicht können wir hier rüber. Sieht nicht danach aus, als könnten wir da rüber. Was machen wir? Irgendeinen Plan? Tauchen vielleicht? Stimmt, das ist eigentlich nur eine Idee. Mal wenigstens gucken. Sieht aber irgendwie nicht so. Das ist eine Schatztruhe. Eine kaputte. Okay. Schade. Okay, vielleicht hier lang. Vielleicht dort lang tauchen. Ist hier irgendwas? Siehst du was, Prof? Wo es fertigen könnte? Im Zweifelsfall einfach mal unterm Wasserfall, mal gucken, ob da was ist. Joa. Nö. Oder doch? Nö. Doch nicht. Unten runter? Nö. Ich habe das Gefühl, dass wir das hier irgendwie anheben müssen, aber wie? Gute Frage. Hier irgendwie hoch. Hier ist halt eine Latte mit einem Weg. Das ist halt. Da können wir von oben irgendwie. Ich guck mal, ob man drauf fallen kann von oben. Wir können hier rüber. Hier, zack. Ne, hinterm Wasserfall ist nix. Unten drunter hilft da auch nix. Das hat keinen Zweck hier. Ich fahr grad wieder zurück, das ganze Level. Okay. Hier ist nichts. Ich hab eine Idee. Okay, warte, ich komm kurz mal zu dir. Zu spät. Ich bin gespannt, was die Idee ist. Ich bin übrigens bei 14,2. Das aha, dann ist es ja bald soweit. Okay. Ist er den Weg versperrt? Ja, ich hab geguckt, ob vielleicht, wenn man den Anker wieder löst, ob das hier das Ding hochfährt. Hat es aber nicht. Ist ja da unten vielleicht irgendwas? Nö. Nö. Tja.
So weit, so spannend. Ist sehr spannend hier. Ja, faszinierend. Jo, Mensch. Jo, Mensch. Die Lösungen liegen auf der Hand. Sterben, um dann Geist zu werden und rüber zu fliegen. Ja. Da drüben ist irgendwie eine Brücke, da müssen wir irgendwo hin, denke ich. Hast du da gerade eine Option gehabt für einen Flaschenzug? Warte, Flaschenzug! Oh mein fucking Gott! Was fällt denn jetzt ein? Hm. Gut, und jetzt kann ich hier rüber. So, zack. Und zack. Sehr gut, ich bin drüben. Wow, ich bin runtergefallen. Wow. Mensch. Der schön, dass sich lauter Dinge, die man bisher noch nicht im Spiel hatte, hier einbinden müssen. Ja. Hat wahrscheinlich Disney verlangt. Wer weiß. Oh, hier habe ich eine Laterne. Das ist leider nicht unrealistisch. Nee, angeln will ich jetzt nicht. Wobei, sehr schön. Hier könnte es interessante Fische geben. Passiert hier irgendwas? Aber hat die Laterne angezündet. Vielleicht ist drüben auch noch eine Laterne hier. Könnte man sich vorstellen. Ich sehe hier bisher noch keine, aber mal gucken, ob oben noch irgendjemand rumliegt in der Ecke. Da kommen Piraten. Geisterpiraten. Vielleicht tun die jetzt irgendwas. Die geistigen Piraten. Ah, die nein, da war keine Tür. Das sah nur so aus. Ha, aber hier ist Sackgasse. Hier müssen wir irgendwie das Tor aufkriegen. Könnt ihr da vielleicht unten durch? Ja. Ach nein, echt? Ach, was? Mensch. Oha. Ich hab gehört, die Toten sprechen nicht mehr. Dafür sind sie erstaunlich gesprächig. Wir sind wieder draußen. Wie ist das Tor jetzt aufgegangen? Irgendein Trigger. Jetzt geht's wieder rein. 15,2. Hurra. Mensch, 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 du und deine Highspeed-Verbindung. Die ist normalerweise nicht gut, es ist halt gerade Freitagabend und wahrscheinlich wird die ganze Nachbarschaft nach dem Gronkh-Stream in PK. Wahrscheinlich. Es wäre zumindest nicht das erste Mal. Aha, Tod erzählt gerne Geschichten. Also hier schon, okay. Dead men tell no tales, außer hier. Mhm. Na dann, ist sehr gut. Die Münzen sind aber physikalisch ziemlich interessant aufgereiht. Ich hab keine Munition mehr. Ach Gott sei Dank. Du hast so zwei... Schlag doch einfach mal drauf, vielleicht hilft's. Und ich wette, jetzt kommt ein Kampf, in dem ihr den Sniper braucht. Ja. Das wäre denkbar. Sehr parkourlastig das Ganze. Mhm. Ja. Wer keinen Jump Runs mag, ist ziemlich am Arsch. Und hoch hier. Wollen wir mal gucken, was es hier gibt. Ein Flaschenzug würde ich raten. Aha. Ein Flaschenzug? Oh, Arsenal. Nope. Ein Seil, was du einfach durchhauen kannst. Nö, aber da gibt es keine Munition. Und nun? Ist schon offen. Aber gab's ein Seil, das man durchhauen konnte? Aber was ist offen? Ich bin hier oben. Dann komm wieder runter. Die Brücke wird offen sein. Komm runter! Wenn unten. Passt. Ein Flaschenzug. Ein flaschender Zug. Das sind anscheinend die letzten Worte, die ihr hört. Ich wette, es geht gegen mich. Ja. Und drüber hier. Und hops. Ich glaube, die Toten erzählen keine Geschichten. Dafür, dass sie keine Geschichten erzählen, erzählen sie aber ganz schön viele Geschichten. Tja. Hast du gerade zweimal versagt, das Seil zu treffen? Ich wollte es gar nicht treffen. Natürlich. Wasserrutsche. Oh Mann. Der Galileo-Wasserrutschentest. Nein, dafür sind zu wenig halbnackte Influencerinnen da. Okay, ich habe mal ein Dorf. Ey, wenn wir jetzt hier elendig krepieren würden, würden wir dann auch direkt auf dem Schiff wieder spawnen. Können wir ja mal versuchen. Sehen, sobald ich dazu komme.
Aber immerhin, Laternen ist keine schlechte Idee. Der Fortschritt des Seemann-Garns ist in deinem Missionsinventar gespeichert. Hurra, erster Checkpoint. Der erste das ist Checkpoint. Das ist ja nice. Holy shit. Feuern wir die Schalezündung an. Ich bin bei 16. Hurra. Es hat auch nur 15. Die Zeit ist jetzt auf Stufe 2. Hurra. Ich hab 18 GB Update. Ich hab, okay. Ich hab länger nicht mehr reingeguckt. Meins hatte nur 15 GB. Ja, du hast wahrscheinlich das letzte Update auch mitgenommen. Sonst noch was hier? Oh ja, jetzt geht's auch. Cool. Wir müssen nur ein bisschen warten. Sehr entgegenkommt okay. Diese Brücke. Ach, Geschichten der Toten. Ich hab gehört, die erzählen sie nicht mehr. Geschichten von Toten? Erzähl keinen Scheiß. Ich hab schon einen Streamtitel. Ich hab schon für mein Video. Ich hab schon für. Wenn ich das später auf YouTube oder. Ich weiß schon einen Titel für das Video. Ja, ich werde denselben nehmen. Das Schöne ist, ich weiß, dass jedes zweite Sea of Thieves A Pirates Live Video genauso heißt. Ja. Jedes ist dann. Das zweite heißt dann Piraten haben es gut. Das ist. Wer redet da? Ein verwunschener Kapitän, glaube ich. Ein Tapetenwechsel, aha. Okay. Ahoi da unten. Und wo jetzt? Ich folge dir. Zum Schiff würde ich sagen, oder? Ich würde mal zum Schiff dort rüber gehen. Sieht interessant aus. Nee. Ich würde wieder zurück zur Höhle. Ihr habt bestimmt irgendwo Kohle übersehen. Ich verstehe den Vogel immer noch nicht. Du hast jetzt Werbung in Fortnite. Wer hat jetzt Werbung in Fortnite? O2. Aha. Und okay. Wen juckt's Fortnite? Ich weiß nicht, aber ich hab gar die Push-Benachrichtigung auf. Wen juckt's denn bitte Fortnite? Und? Ja, das ist die wichtigere Frage. Wen juckt Fortnite? Ich weiß nicht, dass es O2 noch gibt. Sure enough, but he's barely begun. And I'm strung up by this old ship beside. Wir können hier über den Mast laufen, Prof. Das wäre vielleicht eine Idee, oder? Ich weiß nicht mal, wo der ist. Vielleicht dort oben. Da, wo wir jetzt nicht langlaufen. Okay. Wir sind mal gerade runtergefallen. Ah, jetzt wird also getaucht. Hör auf zu nabern, ja, ich bin noch da. Okay. Was bin ich tun? Ja, du machst einen Flaschenzug, also Aufzug. Ich weiß nicht wie. Ja, dann drückst du W oder A oder S oder D und irgendwann geht es durch S. Runter, eins von beiden. Da bin ich ja. Ah, okay. Das ist ein Hütter. Bin ich mal gespannt. Den müssen wir bestimmt nicht erschießen. 100% jetzt Sniper-Duell. Ja. Und er ist mit genau 5 Schuss tot. Und was nun? 17,8! Ich bin schon am nächsten Flaschenzug. Wie ich sehe es. Ich glaube, da war gerade eine Meldung. Kannst du mal kurz zurück? Nö. Und ich bin beim nächsten Flaschenzug. So viele Flaschenzüge hier. Noch. Hops. Da
geht's nicht durch. Da liegt aber was. Ja. Oh mein Gott, das ist nur der Totenschädel da hier oben im Käfig. Das erinnert mich ein bisschen an Monkey Island. Du sollst ganz vorsichtig den Käfig runterlassen. Das erinnert mich ein bisschen an Monkey Island. Der sprechende Schädel. Es würde mich nicht wundern, wenn das eine Anspielung daran ist. Der Prof ist schon runter. Einfach gesprungen. Ah, it's not exactly a dignified reunion. But I do welcome being back on the ground. I hope the fall has just opened these bars. But it seems I'll be needing another favor from you. If he can hunt down the mutinous crew and find the key to the safe. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Once I'm free, we might just be able to strike a bargain. My crew wouldn't let the key out of their sight. Hast du einen Schlüssel? Prof, hast du einen Schlüssel? Könnt ihr ihn doch einfach da lassen und wieder gehen? Finde die Taverne und findest den Schlüssel zu meiner Freiheit. Aha, okay. Toll, aber erst mal saufen gehen und dann einen Schlüssel holen. Aber wieso zum Geier sollten wir ihn befreien? Was haben wir für ein Interesse, ihn zu befreien? Weil er lustig ist, vielleicht. Hallöle. Kann man da rein? Nö. Schade. Gibt's eine Hintertür? Das sieht nach einer Taverne aus. Da hängt sogar ein Schild. Was, wo wir waren die? Beide nicht. Oder? Nee, der ist da hinten. Was ist das Ding da am Himmel? Sehen den Prof nicht. Wir sehen dich nicht. Wir beide. Ja, den Himmel seht ihr aber. Guck ja, aber da ist nichts. Ah, da ist der Todesstern. Ach, ist nur der. Wieder in der im Zentrum von. Das ist Prof. Im Zentrum vom Ort. Du läufst gerade genau im Kreis die ganze Zeit um exakt das denselben Stein rum. Ich hatte halt Bock, um einen Stein zu laufen, das ist halt. Und da ist es ja nicht mal neblig. Ich mochte halt den Stein. Das ist eine Taverne. Ich hüpf so lange auf dem Schädel rum. Und wo ist denn die Taverne? Da, wo das Schild für die Taverne hängt. Ach, da ist die. Ah. Wow. Wow. So, einmal bitte auffüllen. Ich glaube, die füllen dir gar nichts mehr auf. Füll ich mir selbst auf. Wenn du hinkommst. Update abgeschlossen. Hurra. Joho, joho, Piraten haben es gut. Auffüllen. Was ist denn Mist? Ich habe nichts zum Saufen. Und komme hier nicht mehr raus. Käfigschlüssel entdeckt. Kannst mich mal befreien? Was? Wie zum Fick hast du das geschafft? Okay, da bin ich. Ah, gut. Na, dann lassen wir mal den Totenkopf raus. Kannst du gerade eine Einladung schicken, falls es noch geht? Ist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Wir werden sehen. Ich frage mich immer noch, warum zum Fick wir den Schlüssel brauchen. Man hätte ihm einfach den Hut abnehmen können und man hätte ihn durch die Stäbe ziehen können. Tja. Prof hat einen verwunschenen Schädel. Belobigung freigeschaltet. Prüfung abgeschlossen. Haben wir fertig gemacht oder was? Das war's. Das ist bloß, Belohnung für Stufe 3. Ich
by heading for the old lighthouse. Or perhaps you'd rather me take ye on the grand tour of me fallen kingdom. Who knows? There may still be plunder to find. I may not be the pirate I once was, but I can still put the fear into them with nose. I know you can hear me, ye coward. Wo müssen wir jetzt lang? Keine Ahnung. Darüber zum Turm. Zum Leuchtturm, aber dann hat er den Weg nicht aufgemacht, der Arsch. Dann müssen wir was, ja. Oh, der Prof hat den Weg aufgemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Mist. Einladen könnt ihr mich gerade nicht, oder? Prof? Inwiefern? Bist du fertig oder was? Ich bin fertig, habe ich doch gerade vorhin gesagt. Oh ne, das habe ich nicht mitbekommen. Du kannst einfach über Windows G kannst du mir beitreten. Moment. Ich bin schon oben. Wir müssen gleich runterspringen, wie ich es kenne. Wie Fluch der Karibik. Okay, ich bin gleich ganz oben. Okay. Oh, okay. Hier geht's noch weiter. Oh, hier ist ein Buch. Fremd und doch vertraut. Wie mache ich das mit dem Einladen? Über das Menü habe ich noch nie gearbeitet. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe ein Buch gelesen. Geht's hoch. Wir müssen wahrscheinlich Feuer machen. Und dann springen. Ich kenne doch Fluch der Karibik 4. Wir müssen Feuer machen und dann runterspringen. Oder auch nicht. Also ich könnte dich einladen, aber sonst... Ach, Spiel beitreten hier. Ah, cool. Jo. Mal gucken, wo du landest. Ja. Hinten beim Schiff. Auf der anderen Seite. Beim Schiff. Modi ist deiner Crew beigetreten. Und was machen wir jetzt hier, Prof? Er kriegt einen Körper. Prof, was machen wir hier? Ich lade noch rein. Der Wunsch, den Kapitän platzieren. New body. Wo bist denn du? Immer nach oben. Ah, okay. Und jetzt, was machen wir mit dem Ding da oben? Ich lade, glaube ich, immer noch. Ich sehe dich irgendwo am Horizont. Du bist wahrscheinlich auf dem Schiff. Ich bin unsicher. Ich stecke, glaube ich, im Ladescreen fest. Nein, er dreht sich noch. Du müsstest auf dem Schiff sein. Ich bin im Schiff und bin gestorben. Ja. Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir springen. Cool, ich mach doch mal das ganze Spiel eben. Gebt mir eine halbe Stunde, dann bin ich bei euch. Ja. Oh, mal gucken. Wir müssen jetzt den Turm sprengen und dann in der Explosion runterspringen. Wie ein Fluch der Karibik. Eine Meerjungfrauen. Du musst Meerjungfrauen rufen. Du musst ihn neigen. Und aufs Feuer dort. Auf die Feuermuster drauf. Länger drauf bleiben und jetzt da oben noch einer. Du musst dann abgehen. Warte. Ja, so hoch und runter. Da hier. Gemeinsam. Nach links. Nach rechts. Da drüben war noch einer. Ne, den hatten wir schon nach links. Sind wir fertig oder was? Scheint so. Musikpiraten. Also. Musikpiraten? Da wo gesungen wird, beim Parkour. Okay. They won't suffer the living to board her. The only way ye'll sail aboard that ship is to stow away.
Wenn man nicht die ganze Rätsel machen muss. Molly sagte Musikpiraten. Das ist einfach mal das Spiel wieder, oder? Das klingt grausam. This moldy old body won't last 5 minutes out there, so I'll need ye to be my transport once again. At least till we reach me ship. Okay, take warten auf die Ewigkeit, wo du sein könntest. Aha. Der hat einen Schlüssel im Maul. Ja, ist ein Kopf. Ich hab auch seinen Kopf jetzt wieder dabei. Und nur? Wieder runter. Molly kommt dann auch irgendwann zu uns. Oder auch nicht. Ja, ja, ich bin jetzt beim Goldhaufen. Das ging schnell. Ich renne ja hier auch durch. Und ich kenne ja den Weg, ich habe ja zugeguckt. Ganz nach unten? Ah, okay, wir sollen zum Schiff mit den roten Segeln. Ach was. Moment. Wer hätte es gedacht? Ich mag dieses Yo-Ho-Yo-Ho, dieses, was im Hintergrund immer spielt, die Melodie. Piraten haben's gut. Da kommen wir nicht lang. So, ich bin jetzt beim Masken. Da kannst du ihm den Kopf aufsetzen. Kann man da Licht machen? By my reckoning, no one ever dare tell me different. A piece of advice. Always have a secret way back to your own ship. Send me Kevin. Okay. Ich nehme den Kapitän wieder. Nicht mehr viel übrig an diesem Schiff. Ich glaube, das ist nicht mehr tauglich. Das ist nicht mehr seetauglich. Ach, das geht noch. Sein. Ein paar Bretter ran, geht schon. Uhu, Potterfix klebt wieder und wieder. Okay, wir sind jetzt hier hochgekommen. Ah, hier. Bin bei der Wasserrutsche. Juhu. Du bist gleich da. Jo. Und ich salutieren. Captain. Meuterei. Ich komm sofort, ich kletter hoch. Ich bin in der Stadt. Ich sehe das Schiff. Bin sofort bei euch. Wir sehen dein Nametag. Ja, den hättet ihr schon die ganze Zeit sehen müssen. Nö, aber nehme ich auch. My crew are free. And my conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Habt ihr gerade die Crew befreit? Kann das sein? Ungefähr so. Hier gibt's was zum Lesen. Nicht aus Verwunschen, Captain. Ich bin gleich da. Und wir haben zwei Schlüssel gefunden. Schlüssel. Nicht auslesen. Moment. Licht aus und bei Wunsch den Captain. Wo bist du? Ich bin gerade. Ah, hi Modi. Wie kommt man hier hoch? Ah, hier. Immer eine Leiter. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Und ich bin anwesend. Schade, dass ich keine Munition mehr habe. Na, dann wollen wir mal gucken. Treasure what cursed me. Aha. Still be lying about. Ja. Oh, ein Beiboot. Ruderboot losmachen. Schon hier im Moment. Und los. Bereit? Nö. Okay. Ich komme nicht mit. Sagt bereit und schmeißt's runter. Also ich bin jetzt im Ruderboot. Ich glaube, du bist unterm Ruderboot, oder? Ja.
Wie komme ich da wieder hoch? Wie komme ich wieder hoch? In dem Wasser. Ich glaube gar nicht. Ruderboot anlegen. Okay. Lass das Ruderboot unten. Kannst du gleich rein? Ah, sehr schön. Ah. Setz dich. Und sonst so. Ja. Man schwimmt halt so durch. Man schwimmt durchs Leben. Ich Felsen hier. Ja. Die killen ganz schön viele Menschen. Ja. Bist du jetzt so im Schiff? Ja. 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 Und nun, ich folge mal dem Prof. Leiter hoch. Ich schwimme mal eben ums Schiff, vielleicht von der anderen Seite. Ich folge dem Prof. Also hier ist nix. Wenn du eine Meerjungfrau siehst, dann ansprechen. Ich glaube, die schwimmen hier nicht so weit raus. Also ich sehe hier nix. Okay. Vielleicht durch eine der Luken hier. Nee. Vielleicht von unten unter Wasser rein. Ist ja möglich. Ich muss das Ruderboot anlegen. Mal tauchen. Wollte ich gerade vorschlagen. Mal tauchen und von unten rein. Nee, glaube ich nicht. Ruderboot anlegen, hab hier eine Auswahlmöglichkeit. Sehr schön. Also alle rein. Sekunde. Ich sitze. Jetzt fehlt noch Zwergi. Da bin ich. Oh, sehr schön. David Jones Schiff. Ich glaube nicht. Für mich sieht das eher aus nach dem Schiff des Fährmanns. Das kennen wir ja auch schon. Ja. Das kennen wir sehr gut sogar. Wann lernen wir David Jones kennen? Irgendwann. Oh, der Schiff des Fährmanns. Ach, das hier. Jack Sparrow haben wir auch noch nicht gesehen. Your time is served. Though you shall not fully remember your time in this place, perhaps some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Danke. Perhaps not. And we shall meet here again. For now, we must make sail, and quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. Okay, runter mit uns. Ich glaube, wir müssen ganz normal abwarten, oder? Ja. Naja, wir müssen einfach abwarten, der fährt jetzt los. Ah, okay. So viel zum Thema, die mögen keine Lebenden auf dem Schiff. Und wir müssen uns verstecken und, ja. Was ich aber schon mal sehr gut an der Questline finde, ist... Es funken einem kein anderer Spieler dazwischen. Ja. Das ist sehr gut. Und auf jeden Fall wird man nicht einfach so random von zwei fetten Raidschiffen angegriffen, sobald man von seiner Quest zurückfährt. Tja, wir haben ja aktuell nicht mal unser eigenes Schiff. Da haben wir Erfahrung mit. Ist nicht der Krake noch dazugekommen? Ja. Ja, stimmt, wir hatten zwei Raidschiffe und einen Kraken gleichzeitig. Also einfach nur von der Scheiße. Voll. Kannst du die Lichter hier anmachen? Unauffällig, getarnt auf dem Schiff. Wie hieß der Johnny Goodfellow? Blinder Passagier. Niemand wird uns bemerken. So hieß der Johnny Goodfellow. Ja.
And so say all of us. Aber schön, dass sie mal eine Möglichkeit hatten, das ganze Schiff mal woanders zu verwenden. And aber man so muss schon sagen, es ist halt auch ein geiles Schiff. Mhm. Ja, schön, mal ein paar... The cursed flame you carry has no place within my well of fates. Do not attempt to meddle with power beyond your comprehension. Oh. Hast du gerade eine Laterne ausgepackt? Ja! Wow, das mochte er ja gar nicht. Zum Geburtstag, viel Glück. Aber schön, dass er von uns Notiz genommen hat. Ja, hat er uns nicht angesprochen, als wir aufs Schiff sind? Mhm. Nee, angesprochen hat er nur die 6 Typen, da unten stehen. Vielleicht kann er uns doch einfach nicht wirklich sehen. Sondern nur die Laterne. Ja, vielleicht ist ihm auch einfach scheißegal. Wende des Schicksals anzünden. Erstmal lass ich's. Schade, dass ich die nochmal. Oh, ich könnte auch. Was soll schon schief gehen? Oh. Da ist was explodiert. Ja. Wir wollten es mal ausprobieren, oder? Oh nein! Geheimnisse Perle! Was sind wir? Was machen wir jetzt? Was können wir weitermachen? Hier sind sehr viele Särge. Hab die Laterne an, jetzt sind die nächste. Sarkophagdeckel, sie? Ja! Ja, Mann. Ist immer eine gute Idee. Aha, Steine. Mensch. Würde ich sagen, zünden Sie die Fackel an. Wo ist hier eine? Hier. Ah. Eine Kerze. Sonst noch eine? Oh. Die kann ich nicht anzünden. Vielleicht im Sarkophag? Nö. Sarkophagdecke ziehen. Vielleicht müssen wir einfach alle Sarkophage, obwohl den kann man nicht schließen. Alle öffnen. Oh, dahinter ist einer! Ah! Wo ist da einer? Lol! Ah, okay. Klappe offen. Na dann gucken wir mal weiter. Oh mein Gott, hier ist er! Natürlich ist er hier. Was hat er gemacht, um Schlüssel zu landen? What the fuck? Ist Jack hier? Offensichtlich. Sieh nur den Hund. Oh, da ist Jack. Was hat der Hund gemacht, um hier zu landen? Ich kann den Schlüssel nehmen. Ich bin Freeze auf den Hund. Ich nehme jetzt den Schlüssel. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Ich habe gerade auch versucht und kann mich nicht mehr bewegen. Bin gefriest. Cool. Das muss jetzt sehr weird sein. Er ist gefangen und drei Typen. Ladebildschirm. Rein und die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Lol. Wer von uns ist rausgeflogen? Ich. Ich auch. Ich auch. Sehr schön. Tja, so viel dazu. Mensch. Möchtest du die vorherige Sitzung wieder beitreten? Ja. Ja. Versuchen wir es mal. Und jetzt. Wir sind alle auf dem Schiff. Alle auf dem Schiff. Okay, Mordi ist rot. Also auf unserem. Sigi, wenn gehisst. Nochmal von vorne, alles nochmal von vorne. Wir werden kein sehen. Checkpoint. Kurz vorm Check nochmal. ja. Wir kommen rein. Der Hund hat uns hypnotisiert und dann K.O. geschlagen. Einigen uns darauf. Ende. Also ich bin jetzt gelb, Mordi ist rot und ja. Ich bin jetzt in einem Lademenü. Konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Willst du wieder beitreten? Ja, ich versuch's nochmal. Sag nicht, denen sind die Server gestorben. Sind gerade die Server abgeschmiert. Oh nein, ich guck eben. Moment. Ja.
Active sind Server sie? Status. Service Status Sea of Thieves. Service. All services are running normally. Okay. Tja. Tja. Ich bin wieder am Ladebildschirm. Also es konnte keine Verbindung zu dem Park gerade. Es konnte keine Verbindung zu dem Server Sea of Thieves hergestellt werden. Dann starten wir eine neue Sitzung, würde ich sagen. Müssen eine vorherige Sitzung wieder beitreten? Ne, das bringt ja nichts. Dann starte ich jetzt einfach auch nochmal. Dann spielen wir nochmal von vorne, oder was? Werden wir sehen. Ja, ein Checkpoint hatten wir ja in der Theorie. Wenn wir eine neue Sitzung starten, dann wird es wahrscheinlich von vorne losgehen. Naja, wir hatten gesagt, einen Checkpoint. Ein Checkpoint hatten wir ja. Aber das war ja ganz früh. So, das war, als wir hatten auf dem Schiff. Wir hatten auf dem Schiff auch einen, oder? So, ich habe euch jetzt mal Einladungen geschickt. Aber wir hatten einen Checkpoint, nicht Morty. Die wir Sitzung. Waren in derselben Sitzung. Der Checkpoint ist global naja. Zu sämtlichen Spielern übertragen. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht hatten wir auch einen Checkpoint kurz vor Deck. Das wäre es ja. Da wurde kein Checkpoint angegeben, also wahrscheinlich nicht. Also ich habe euch beiden jetzt gerade eine Einladung geschickt. Ich habe schon angenommen. Ich auch. Ja, jetzt hast du. Mein Name ist, mein Name ist orange-gelb. Mein Name ist orange-gelblich markiert worden und wurde gerade eben. Tja, ja. Mal gucken. Ist mein Internet im Eimer? Ne, mein Internet ist nicht im Eimer, weil mein Stream läuft noch. Immer diese Hunde, die einen hypnotisieren und ausnocken. Ja. Skandalös. Ladebildschirm. Okay, da wären wir. Und... Ich lade noch. Ich lade auch noch. Wir haben schlechtes Der Internet, wir beide. Landes, dunkle Brüder. Es hat abgeschlossen. Herren der See. Jetzt müssen wir nochmal. Ah, das ist David Jones. Ja. Ja, ich hab noch Ladebildschirm. Wir müssen aufs Schiff und müssen. Ich bin noch nicht da. Aus Fortsetzen vom letzten Checkpoint. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, das dauert bei mir scheinbar noch ewig. Bin mal kurz pissen. Bis gleich. Wow. Viel Glück. Oh, dann, nee, da bin ich. Ich dekoriere dann das Schiffchen noch ein bisschen. Piratenleben, letztes Kapitel. Ich renn schon mal aufs Schiff, dann könnt ihr schon mal mit mir losfahren. Ich bin auch schon auf dem Schiff. Ich nicht. Ich noch nicht. Warst du nicht gerade noch auf dem Schiff? Hops. Jetzt bin ich auf dem Schiff. Ich sowieso erst mal Waffen. Bin auf dem Schiff. Bis gleich. Und ich hab das Schiffchen schön gemacht. Ah ja, das könnte ich auch gleich nochmal. Oh, gefällt mir eigentlich alles so gut. Es gibt Kostüme. Ja. Seit wann? Das ist im Endeffekt halt eine Zusammenfassung aus mehreren Kleidungsgegenständen. Ach so. Ich dachte, es gibt irgendwas, was komplett den Skin ändert. Was hätte ich noch? Piratenleben, letztes Kapitel. Da. Ich könnte noch. Oder? Was haben wir gerade für einen Schiffsrumpf ausgerüstet? Einen schön. Ah, okay, lol, den wollte ich auch gerade setzen. In Kombination mit noch dem Steuer der Ashen Dragon und. Nee, wie hieß das Scheißding? Die Wild Rose Kanonen, oder? Die Wild Rose Kanonen, aber die Ashen's Reach oder wie die Dinger hießen. Steuerrad und Anker. Ich könnte aber ein Segel beisteuern. Oh ja, hau rein.
Sehr schicke, unpassende Segel. Jetzt habe ich meinen PC gerade getreten. Das ist aber nicht nett. Nee. Wollen wir schon mal hier unten? Ich habe schon abgestimmt für die Quest. Ja, ich komme auch gleich. Aber wenn zwei abstimmen, dann startet es doch direkt. Und ja, einer ist ja gerade noch. Und einer ist ja gerade noch pissen. Tja, und? Stimmt auch wieder. Und das Portal ist an. Auf geht's. Ah. Oh, geiles Segel. Hm? Dachte ich auch. Anker hoch. Das habe ich von dem gehackten Geld gekauft. Hab da nochmal nicht abgelegt. Wir sind gerade dabei. Ich frag mich immer noch, was für ein gehacktes Geld. Und, haben wir ein Checkpoint, oder? Ja, Swaggy's Account wurde gehackt, der Typ hat sich Geld gecheatet und ich hab bekommen, weil ich in der Kuh war. Aha, okay, haben wir ein Checkpoint? Als er das nächste Mal eingeloggt hatte. Haben wir ein Checkpoint? Ja, haben wir. Es gab auch sehr, sehr viel Geld durch die, für existierende Spiele, durch die, durch den neuen Seasons Pass Kram. Also, könnte auch gut sein, dass er einfach kein Hack war. Das war ja noch vor dem Seasons Pass. Ah. Aber es ist ja außerdem nichts passiert. Es ist ja. Nee, es war aber trotzdem lustig. Volle Wahl mit Marzipan. Hoffen, dass nichts bringt. Wie konnte man bei Emotes machen? Ach so. Okay. Auf geht's! Ich häng wieder unter Bord fest. Immer. Fangen wir jetzt wieder von vorne an, oder? Ich hoffe nicht. Wo fangen wir an? Emotes sagt nein. Sieht aber ganz danach aus. Ganz vorne sollte es nicht sein. Wenn doch, könnte sein, dass wir wieder quer durch die Insel durchrennen müssen. Oh, Toto erzählt gerne Geschichten, Modi. Wir fangen von neuem an, ey! Komplett von neu sollte es nicht sein, weil wir haben eigentlich einen Checkpoint. Also theoretisch sollte die Fähre immerhin da liegen. Sprich, wir sollten nicht mehr den Captain in der Gegend umschleifen müssen. Aha. Ich wusste mir dann mal neue Haare aus. Das geht hier an Bord. Ich probiere jetzt aus, was passiert, wenn man runterspringt. Auf geht's. Oh, man kann nicht runterspringen. Hm, tja. Die goldenen Haken. Ja, das passiert. Spielverderber! Können wir irgendwo einen Checkpoint laden, oder? Wir haben den Checkpoint geladen. Und das ist der hier. Checkpoint. Das ist der Checkpoint. Wir fangen von vorne an. Wir fangen von vorne an. Kann sein, dass der Checkpoint nicht. Dass der Checkpoint im Endeffekt uns trotzdem hier durchläuft, aber wir dann halt doch irgendwie in eine Ecke rauskommen, was weiß ich. Kann sein, dass das hier einfach der Ladescreen ist. Oder dass wir halt im Endeffekt halt trotzdem hat nichts gemacht. Durchrennen müssen, aber alle Quest-Gegenstände sind erledigt. Okay, die Brandbombe hat nichts gemacht. Die wichtigen Dinge. Ja. Come seek an adventure in salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. Bitte lass uns das nicht alles normal machen. Ich hoff's auch nicht. And hold on tight. With both speedrun, hands speedrun, speedrun. Hab ich doch schon gemacht. And Davy Jones waiting for them. What don't obey? Kann man das hier irgendwie skippen? Nein. Warum haben wir gerade einen. Was? Hm? Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass ich jetzt auf den Außenposten Galleon's Grave fahre. Okay. Kann man Kanonen schießen? Probieren wir es aus. Kann man, aber es bringt nichts. Es verpufft einfach.
Oh Gott. Oha. Oh nein. Oh Gott. So unangenehm. Aber ich sehe euren Namen. Ja, ich sehe dich auch. Ich sehe keine Namen. Hast du sie vielleicht ausgestellt? Nö, eigentlich nicht. Ich sehe zwei Name-Tags. Ja genau, am neuen Bildschirm liegt es, dass das Spiel mir die Namen nicht mehr anzeigt. Das wird sein. Technik ist seltsam. Tja, ich... Jupp, wird ein Speedrun. Oh nein. Was ist so scheiße? Wozu macht ihr dann Checkpoints? Oh, findet die Gespensterstatue am Strand, um den Seemannsgarn weiterzuspinnen. Okay, das macht's einfacher. Oh. Die finden wir. Cool, und das haben wir schon gesehen, aber Anfang. Na los. Es würde mich nicht wundern, wenn da jetzt danach kommt, geh durch die Tür, um den Seemannsgarn weiter zu springen. Finde den Captain weiter zu springen. Hm. Einfach alles nochmal nur mit anderen Texten. Mit einer Anleitung, wie du zu deinem Checkpoint kommst. Ja. Sehr hilfreich. Glückwunsch, wir haben jetzt den Checkpoint erreicht, den sie alles nochmal gemacht haben. Scheiß auf die Lanke. Autsch, hab Schiff. Ich lade das Boot brauchen wir eh nicht mehr. Ich bin noch im Ladescreen. Es Mordi gab keinen Ladescreen. Ich bin abgestürzt. Ja, sehr schön. Moment. Es läuft heute super 9. für dich. Oh. Wo ist die Statue? Da ist die Statue. Ah! Seemannsgarn weiterspinnen. Sehr schön. Okay, hier sind wir. Also hier bin ich, wo bist du? Achso, da bist du. Ich versuche noch... Das Beiboot hier. Na, das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja... Na dann. Ich lade noch rein nach dem Neustart. Boah, das ist jetzt echt belastend. Das wird lustig. Da können wir endlich mal ausprobieren, was passiert, wenn man Leute auf der Fähre weglässt. Kommst mal runter! Ich weiß nicht wie. Spring, Vogel! Da bestraft mich. Rein. So, let's go. Starte doch endlich. Es wurde letztes Mal nicht korrekt geschlossen. Was? Echt? War das Und es läuft offensichtlich nicht nach unten auf. Was ist denn das? Magie. Zauberei. Sparrow hat dein PC verflucht. Ja, ausgerechnet. Ich lach mich schlapp, wenn es jetzt bei Jack Sparrow wieder, wieder abstürzt. Der Hund, die Server wird gekillt. Der Hund, der die Server killt. Ja, cool. OBS zeigt mir, dass das Spiel noch läuft, aber es läuft nicht. Hier ist es! Ah. Aber jetzt müssen wir wieder anlegen können. Da unten jetzt. Ist es gelandet. Das erklärt, warum es nicht richtig gelaufen ist. Und anlegen. Ruderboot. Hilfe. Wow. So. Ich hab mich ins Schiff gebackt. Ich auch. Jetzt. Okay, wir sind oben. So, wir sind oben auf dem... Dreimal im Hintergrund offen. Wir sind auf der Fähre. Moment. Da explodiert was. Jetzt runter. Wir sind gleich wieder bei Jack. Ich kann auch noch belassen, dass ich derjenige war, der es vorgeschlagen hat. Wie passiert's? Was machen wir hier? Laterne benötigt. Ja, vorigen Sitzung wieder beitreten. Bitte. Ne, wir haben noch eine neue. Nein, ich bin mit euch in einer. Das ist der Hund, das ist Jack. Ich bin im Ladescreen gelandet. Ich bin wieder freest auf den Hund. Oh, Hund streicheln. Sehr schön. Mund ist dein Kuba getreten. Ich nehme die Schlüssel. Ich würde wieder ab, weil es drei Leute nicht ausfällt. Ja. Ich habe einen Schlüssel. Ich bin im Wasser. Mach mal auf. Ich kann Jack Sparrow. Ich bin irgendwo im Wasser. Ich muss jetzt Jack Sparrow. Wunderbar. Ruhig, Jack Sparrow ist hier. Silence is generally best. Übrigens, Tagesbord oder Schiff hätte sein sollen. Ein Piratenleben, Jack Sparrow. Oh, das ist so belastend.
I'm Captain Jack Sparrow. Bist du der scheiß Geisterstatue schwimmen? So, since you came here to rescue me, you probably knew that already. Then you must have heard tell of my heroic journey to acquire this great spire treasure. A golden key to other lands, an eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid, and used to assist in the daring escape that led me to stand. Jack Sparrow redet gerade. Ja, das ist schön für ihn. Zwerg, ich leg natürlich auf ihm ein. Oh. Sollte man auch, der hat's. Ich hab ihn getötet. Du hast ihn umgebracht? Also, er ist zumindest verschwunden. Weg. Toll. You know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. Ist das auch Johnny Depp, der die Stimme gibt's dafür, oder? Nee, das ist ein Imitator. Das ist der Typ, der ist auch in der Arzt gemacht hat. Die wollen ja nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wegen Dinge. Ich glaube, wegen seiner Frau war das, oder? Die Beziehungsprobleme mit M beharrt. Man kann sich darauf einigen, dass beide einen an der Klatsche haben, aber M beharrt, glaube ich, mehr. Leck mich doch, wisst ihr, wo ich gelandet bin? Wo? Ich sag mal so, ich bin in der Nähe eines Schädels. Du musst doch nur die Figuren benutzen, du musst doch nur durch den... Ich hab die Figur benutzt! Cannonball, ich bin bei den fucking Captain gelandet! Dann komm hinterher, Speedrun. Ja, super, ich schwimm jetzt zu euch, oder was? 100 Kilometer. It's good to stretch me legs. Now, let's get off. Oh, leck mich doch, ey! Oder schaust weiter meinen Stream. Ich glaub, das mach ich auch. Ich mach die Facecam und mach einfach Live-React. Ja. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr auf das Spiel. Du hast es vorgeschlagen. Ich weiß, ich hatte ja auch Lust, aber dann kommt die Scheiße. Dire fortune that now threatens to consume the sea of thieves itself. Oh, er hat den Spieletitel erwähnt. Oh mein Gott. And I think you may be overreacting just so much. Jasper hat den Spieletitel erwähnt. Oh, aber ich sehe dich hier. Sehe deinen Namtag, Molly. Ja, schön. Ich bin 100 Kilometer weg. So we'll just be on our way. Bin bei dem fucking Beiboot. Ich ruder jetzt zu euch. Und der Fährmann? Jack legt sich gerade mit dem Fährmann an. Ja, schön. Ich sehe nichts davon. Oh. Oh, da ist er. Da ist der hier, der Krake. Der mit Jones. Du kannst einfach komm in den Stream und schaust dir an. Ja, schön. Ganz ehrlich, ich glaube, danach mache ich das einfach nochmal Singleplayer. Falls es geht. Wahrscheinlich ist es auf meinem Account gespeichert oder so. Vielleicht kann man das nur einmal spielen. Tja. Ich bin dabei, der Microsoft scheiße. Die Quest. Ah? Ach, Mordi. Du kannst die Quest ganz normal vom Morde starten. Danke. Du kannst jeden Bereich, auch der Tall Tales, kannst du jederzeit nochmal neu starten. Kann der Fährmann mal aufhören, hier reinzubrüllen? Jetzt haben wir hier den David Jones. Wir sollen die Kanonen benutzen. Okay. Das Bomb. Jo. Und David Jones versinkt. Sehr schön. Besiegt. Das ist aber nicht das gute Versinken. Ende. Ich sehe das Symbol, ich komme also näher. Oh, da ist er auf der anderen Seite. Kann man nur benutzen. Weiter schießen. Wir hören dich gerade nicht, wir schießen ein bisschen hier. Das ist ein bisschen laut. Ich komme näher, ich sehe euch fast. Ist ein bisschen laut hier. Ist gerade ein bisschen laut. Die Kanone ist alle. Hier unten sind Kanonenkugeln. Die Dinge sind Kampfzeit. Ich hab nichts zum Schießen. Wo sind Kanonenkugeln? Kugeln unter Deck. Okay. Alter, man kann eine ganz schöne Geschwindigkeit mit dem fucking Ruderboot erreichen. So, wo ist er? Wo müssen wir schießen? Hier. Und, na komm.
Seite wahrscheinlich. Wenn ich wieder. Denke ich mal auch. Schon mal nachladen. Not good. Oh, wo nee, ist er? Andere Seite. Oh, na toll. Ich sehe auch hier nichts. Ich sehe nichts. Nein, ich sehe nichts. Oh, der Kanonenkugeln. Und zack. Kanonenkugeln nachladen. Zack. Kanonenkugeln nachladen. Bin getroffen. Bin getroffen. Ich auch. Ich glaube, ich kann davon ein Schiff erkennen. Also mein Modi ist gerade sehr spannend. Ja, der ist tatsächlich spannend, weil ich gerade... Ich glaube, mit 80 km/h durchs Wasser rabe hier. Nein! Ja, ich sehe die Schiffskarte! Oh mein Gott! Nein! Ich hab eigentlich gedacht, ich fahre die ganze Zeit gegen eine unsichtbare Wand. Er ist gerade untergegangen, oder? Ja. Ich bin auf dem Weg! So, wo kommt's jetzt? Wo kommt's? So, wo kommt das? Da, an linke Seite, Morten. Prof. Prof, Kanonen bereit. Und okay, die kann ich schießen. So kann ich nicht arbeiten. Ich werde mal getroffen. Okay, und nun? Ich habe keine Kanonenkugeln mehr. Wie gesagt, unter Deck. So, Kanonenkugel. Linke Seite. Ich bin fast da. Ich hoffe, ich kann das Ruder anhängen. War ich einfach neben euch. Wir sind gerade beschäftigt. Ja, kann ich. Ich bin da. Dann setz dich dran und schieß mit. Ich komme. Hol dir eine Kanone, hol die Kugeln. Und kämpf mit. Wo sind die Kugeln? Unter Deck. Okay. Wo bin ich unter Deck? Da, wo ich normalerweise die Laterne ist. Die ist bei mir noch da. Dann zünd sie an und kill sie. Zack. Weiter schießen. Ich kann sie nicht anzünden. Gut. Okay, andere Seite wahrscheinlich gleich. Also wenn ihr nachladet, kann ich auch mitschießen. Na komm in meine Reichweite, komm in meine Reichweite. Auf die Kugel. Lade nach und schieße sofort. Ich kann dir keine. Ja, super. Cool. Oha, okay, ich bin down, ich bin tot. Leute, könnt ihr mich mal wiederbeleben? Das kann ich tun. Meine Seele zurückholen. Hol meine schreiende Seele aus dem Himmel zurück. Zack. Ja, sehr spannend hier. Nein! Und ich bin tot. Ich bin unter Deck tot. Modi, dein Job. Ja, ich kann nicht unter Deck. Es ist mir nicht möglich. Wieso das nicht? Oh. Er kann nicht unter Deck, sonst könnte er ja mitschießen. Ich das ist blöd. Geschafft. Ich brauche hier mal Unterstützung. Danke. Ich bin hier gerade alleine gegen ein ganzes Schiff. Gar nicht gut. Okay, das heißt, er taucht auf der anderen Seite wieder auf? Ja. Kanonenkugel laden. Wahrscheinlich. Kann aber auch auf dieser wieder sein. Jo. Ja. Ich habe keine Kanonenkugeln mehr. Zack. Hol dir welche. Ich hol mir welche. Irgendwie leckt das ganze System mittlerweile richtig hart. Hm. Oh, bei mir auch. Okay, wann haben wir den endlich mal besiegt? Kugeln fliegen teilweise 5 Sekunden, nachdem ich sie geschossen habe, erst raus und so Sachen.
Jo, bei mir auch. Andere Seite, diese Seite. Na komm. Na komm, komm in meine Reichweite. Komm zu Daddy. Ja, von meiner auch. Er ist nach vorne. Nach vorne können wir nicht schießen. Oha. Kämpfen! Sie kommen an Bord. Ich bin fast tot. Ein Kraftstapler wäre platt. Ich werde sterben. Zwei. Ja, ich bin tot. Modi, hoff. Auf damit. Ich glitsche. Derjenige, der offensichtlich den Supporter spielt, ist wieder da. Ist anwesend. Sehr schön. Und oh, kämpft. Oh nein. Oh. Tot machen. Ich bin schon wieder fast tot. Der leckt halt so hart gerade bei mir. Ich bin fast tot. Oh, ich backe einfach in das, ich backe durch das ganze Schiff. Oh, Schwertkampf. Ich brauche gleich wieder jemanden, der mich belebt. Gottchen, wie scheiße das Ganze funktioniert. Like, holy. Und da kommt jemand Neues. Da komm, Leute. Ich bin tot. Modi, Prof. Ich versuch, ja? Hier ist ein Muschelmann. Der mich ankotzt. Buchstäblich. Auf geht's. Na komm, Muschelmann. Alter. Boah, oh, ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Ich auch. Und ich hab den Typen umgebracht. Moment. Ah! Modi. Ich packe durch das Schiff. Wenn du jetzt noch stirbst, dann sind wir alle verloren. Ich versuch zu reviven, so viel ich kann. So. Vielen Dank. Nein, hab ich nicht mehr geschafft. Ich bin wieder am Leben. Ich bin auf dem Schiff. Ich auch. Hallo. Gut, dass wir es vor uns sind. Okay. Auf dem Schiff. Oh, da. Hier, Muschelding. Wird das jetzt wieder die Enter oder Jack müssen wir wieder mit Kanonen drauf? Nee, Jack kämpft jetzt. Ich sehe nur eine Zwischensequenz mit dem Jackpot. Ja. Okay. Definitiv. Oh mein Gott, was? Auf welcher Seite? Wo? Wann? Wie? Ach du Schande. Er lädt dich da! Kanonenkugel nachladen. Ich hab ausgetappt! Ich wusste nicht, was das für ein Vieh ist. Oha, sie kommen wieder. Oh mein Gott, das ist ja übel. Ich bin tot. Ich heil mich gerade. Ich bräuchte mal gerade jemand. Ich verstecke mich. Hoff. Ich Jesus. Sehr schön, bin wieder da. Und ich bin tot. Und ich bin neben dir. Ja, ich versuche zu kämpfen. Wurde eigentlich zu revive oder wäre es schnell mit einem Spawn? Nee. Oh, da kommt das Schiff. Kämpfen. Kanone beladen. Und schießen. Noch nicht in Reichweite, noch nicht in Reichweite. Und Schuss. Und ich bin tot. Ist gerade jemand am Leben? Ich schieße. Oh, da bist du. Es passiert hier verdammt oft, dass man hier... Ich glaube, man muss mal was essen, um mal zu... Hier gibt's was zu essen, ja, bestimmt unten. Hier. Voll neue Kugeln. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, mal hier was zu essen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bezweifle es. In Kapitel 5 ist er nämlich immer noch da. Dauert wohl noch ein bisschen. Der bräuchte eigentlich nur ein Glas mit seinem Herz, dann wäre er direkt weg. Ja. Wobei, ich bin nicht sicher, wir sind noch hier bei den Toten, oder? Nee, ich glaube nicht mehr. Das kann ich auch gerade nicht wirklich verstehen. Ich denke auch nicht, ich brülle einfach nur in mein Mikro.
Hier passiert was. Der Muscheltyp. Andere Seite, ich hole neue Kugeln. Mein Visier klemmt. Ich habe noch 2 Schuss. Kanonenkugel. Gegner hier. Nice. Ach, echt, wo? Ich sehe keine Gegner. Ich schieße nur drauf. Oh nein. Au. Au. Ich lebe noch. Da kommen die Leute. Muscheln an. Ja, der Muscheltyp. Hab ihn. Okay. Da, hier. Okay, kann ich nachladen? Ich hab keine. Ich muss Kugeln holen. Sehr schön. Bringt das überhaupt irgendwas, das Schießen? Ich hab nicht das Gefühl. Ich hab nicht das Gefühl, dass das was bringt. Au. Sie haben Löcher. Löcher, die spawnen wieder. Aber sie haben welche. Das mag sein. So, was nun? Ah, da kommt das Schiff. Jackie ist bald mal. Schatz, er ist weg. Er ist offensichtlich nicht mehr gut im Schwertkampf. Alter. Okay, was passiert hier? Jack hat sein Schätzchen verloren. Na toll. Wie lange hat er jetzt getroffen hat versagt? Hm. Jake hat seinen Schatzi verloren. Oh, es geht weiter. Phase 3. Und laden und schießen. Nee, das reicht noch nicht. Okay. Können wir nicht. Das ist der Kraken. Ja, der Kraken. Oh no. Oh nein. Der Kraken schwimmt in diesen Gewässern? Der kommt überall hin, wo er gerufen wird. Außerdem ist er gestorben, also ja, logischerweise schwimmt er hier. Stimmt schon, ja. Und was jetzt? Ah, wir haben doch hier bestimmt eine Munitionskiste, da kann ich doch meine Pistolen nachladen. Naja, und was jetzt? Naja, das ist die Ruhe vom Sturm, nehme ich an. Wir haben ja keine Pistolen-Nachladestation. Doch, hier. Wo? Bei mir. Und wo bist du? Oben. Hier. Mordi. Sehr schön. Es ist ruhig. Zu ruhig. I shall return you and your vessel to the land of the living. So that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. Das ist so unpassend. Oh mein Gott, wir haben 8000 Geld gekriegt gerade. Tja, das ist ja nicht so viel. Ich weiß, aber es ist cool, dass man dafür Geld kriegt direkt. Jo. Na, wo sind wir? Oh, auf dem Weg wieder nach draußen. Können wir die beschießen? Finden wir es raus. Ich hab jetzt gerade auf die Kugel im Inventar. Ja! Ach, wir sind wieder auf unserem. Wir sind wieder auf unserem Schiff, oder was? Na ja, toll. Und ich kann nicht schießen, weil wir 2 Kanonen auf der Seite haben. Kannst du das andere Schiff beschießen? Oh.
Ich hab noch. Tja. Ich bin out of ammo. Was ist denn mal geil hier? Ah ja. Okay. Haben wir es geschafft? Anscheinend. Das erste Kapitel ist rum. War eigentlich ganz schön cool, bis auf das Richtung Olympia. Bis auf die Stabilität des Spiels selbst ist es interessant, ja. Ich glaube, wir sollten jetzt selber mal fahren. Wir haben Leute auf dem Schiff. Oh, okay. Wir sollen das Steuerrad benutzen wahrscheinlich, um... Ich glaube nicht. Oh, sie hat die Karte. Ist das eine wirkliche Karte? Fragt sich halt. Oha, guck mal, ein Horizont. Guck mal nach vorne, Leute. Nach vorne gucken. Sieht doch schön aus. Worauf auch immer wir hoch zufahren. Das sieht nach den Säbelrasslern aus. Schiffbruch, genau bei. Sprich, wir spawnen gerade in der Mitte der Map. Geh mir aus der Sonne. Nö. Geht ihr mir aus dem Fernglas? Oh mein Gott. Oh, scheiße. Da stehen drei Idioten vorne auf der Spitze. Die Zwischensequenzen sind ein bisschen scheiße. Ich finde die cool, die eigentlich für Thumbnails. Tja, für sonst halt auch nichts. Ja, aber es sind ja Namen drin, das ist halt, ich sehe, es ist doch nicht geeignet für Thumbnails. Ach, inhaltsbasiert schön, das geht schon. Erst mal einfach zensieren und einen schwarzen Balken drüber, dann geht das wieder. Ja. Und jetzt? Okay, cool, wir sind irgendwo. Ich bin in Prof. Wow. Ich sehe, wo wir sind. Wir sind durch den Felsen gefahren im Grunde. Wow. Mensch. Ist alles so schön bunt. Ja. Ich bin jetzt aber auch raus. Also zweites Kapitel jetzt nicht mehr. Nee, definitiv nicht mehr. Nee. Aber schon cool. Ja, ja. War doch toll. Und ich habe gelernt, dass man mit einem Ruderboot deutlich schneller als ein Schiff sein kann. Ich glaube fast. So, ich fahre uns jetzt noch gegen den... Die Schiffe sich halt kaum bewegt haben. Fahr uns noch gegen die Klippen. Und das System einfach nicht damit gerechnet hat, dass jemand mit einem Ruderboot in die Action-Sequenz reinfährt. So, volle Fahrt voraus. Nee, ihr habt euch aber tatsächlich bewegt. Ich hab ja teilweise angehalten. Ihr seid mit ganz schöner Geschwindigkeit weggefahren. So, wir fahren jetzt nochmal das Schiff kaputt. Also, ihr seid wirklich über die Map. Also, ich Segel cool. Ich glaube, ich werde nur noch mit dem Ruderboot unterwegs sein. Ich segel sehr viel hier. Volle Segel. Ich sehe nicht, worauf wir losfahren. Ich mach das vordere Segel an. Moment. An. Und Karacho. Er fährt in den Felsen. Das war das Ziel. Und zwar voll. Mit der Spitze reingestochen. Wollen wir das Schiff retten oder wollen wir... Nö. Gut, wir gehen also... Wir wollen mal untergehen. Schön mal untergehen. Moment, ich gehe mit Stil unter. Schon mal die Flagge machen. Ganz genau, Flagge und... Schöne Regenbogenflagge hissen. Jo. Das zum Schluss mal. Ich bin bei dir oben. Regenbogenflagge. Und ist schon. Moment. Ah! So. Hart nach rechts. Gehen wir noch unter? Ich kann nicht steuern. Ja, wir gehen unter. Nein, doch kann ich. Nice. Zwar haben wir nur im Endeffekt ein richtig großes Loch, aber naja, das reicht. Schiff gesichtet. Ja, Ich hab mich verdrückt, okay. Nein, nicht wegfahren. Na doch, wir können auch an einen anderen Felsen stoßen. Ich weiß nicht wie, aber ich wurde gerade vom Schiff geschleudert. Alarmglocke. Ich wurde vom Schiff geschleudert, einfach so 50 Meter weg. Hart nach links. Moment, ich spawn gleich wieder bei euch oder schon eine neue. Oh. Nach unten geht's nicht mehr, nach unten ist schon voll gelaufen. Das Boot geht langsam unter.
Und gerade auf dem... So geradeaus. Und es ist kaputt. Das will ich hoffen. Volle Säge. Ich kann die Glocke nicht mehr läuten. Oha, schnell nach oben. Nein, ich kann nicht mehr hochsteigen. Ja, deswegen bin ich schon vorher hoch. Sobald das Schiff nicht mehr, als wie ein Mann. Fehlt. Ich tanze immer noch auf dem Schiff. Du musst Musik spielen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich tanze gerade unter Wasser. Oh, schade. Ich bin gerade vom Mast runtergefallen. Belohnung erhalten. Was haben wir eigentlich für Belohnung bekommen? Geld. Ich weiß nicht. Ich bin gerade unter Deck. Oder irgendwo Ansehen wahrscheinlich gekriegt haben oder sowas. Ah ja, Seemannsgarn, Piratenleben. Ja, haben wir. Wir haben. Oh, die Meerjungfrau. Wir haben den Hut vom Schädel freigeschaltet. Oh cool. Und wir kommen auf jeden Fall noch ein Segel. Okay, wo seid ihr? Ich schwimme gerade auf dem Meer. Wo seid ihr? Okay, ich gehe mal hier auf die Klippe. Ich setz mich auf die Klippe zum Schluss. Oh, wir hätten noch Collectibles sammeln müssen eigentlich. Okay, what the fuck? Mehr Jungfrauen. Ah, und sie greifen an diesmal. Hilfe! Ja. Okay. Das ist ein Neuerung. Die haben wir komplett vergessen. Piratenleben. Das sind Sirenen, die sind aus Teil 4. Nein, die sind auch schon aus Teil 2. Oh nein, ich werde angegriffen. Da wurden sie aber nicht richtig gezeigt. Wir haben eine fucking Sirene gefangen genommen, du Vogel. Was hält hier? Ich bin an Land. Ah, ich seh dich, Modi. Ja. War das Teil 4? Echt? Es ist ja schön. Teil 4, das wäre der schlechte mit Blackbeard. Wobei er war cool. Teil 4 hatte Momente. Oh cool, ich bin ja hier, das Schiff kennen wir ja. Ach, hier. Ich versuche auf die Meerjungfrauen zu schießen. Oh, ich bin dann erstmal raus. Ich muss noch pinkeln und ein paar Sachen zusammenpacken für die Arbeit. Na dann. Noch einen schönen Abend. Bis morgen. Oh, ich glaube, ich habe eine Meerjungfrau erschossen. Kirikos hat die Crew verloren. Verlassen. Ja. Machen wir noch irgendwas oder? Ich bin tot. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wir beenden das hier an der Stelle. Okay. Müssen wir noch unsere Schätze abgeben irgendwie oder haben wir die jetzt das Geld schon erhalten? Wir können auch shoppen gehen. Wir haben jetzt ich habe jetzt 13.000 gerade. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Schiff des Fährmanns. Das kommt mir jetzt dann bekannt vor. Ich glaube, das ist ein anderes. Meinst du? Hm. Oh lol. Ich hab Regenbogen-Make-up freigeschaltet. Oder ist das wirklich cool? Ich bin noch auf dem Schiff des Fährmanns. Muss da erstmal runterkommen. Und weg. Dann bin ich jetzt glaube ich wieder am nächsten Ort, oder? Du müsstest bei mir auf der Insel spawnen gleich. Oh, sehr schön. Tat abgeschlossen. Betritt eine Insel irgendwo mehr. Oh, hi Modi. Mensch, hi. Seh dich schwimmen. Ich dachte, wir wollten shoppen gehen. Ja, wir müssen zuerst mal Außenposten. Sind wir nicht schon? Wir sind irgendwo. Okay, warte, ich komme an Bord. Ich guck mal eben die Karte an. Wo haben wir denn? Wir sind bei Sanctuary, hey. Einfach nur südlich. Okay. Wollen wir noch gucken, dass wir die Insel irgendwie looten oder gehen wir einfach? Ja, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Ich habe jetzt 13.822. Ah lol, ich auch. Da können wir noch ein bisschen was shoppen, oder? Gibt's vielleicht gibt's schöne Jack Sparrow-Hüte oder so. Ich hoffe es. Halt. Ich hoffe, dass sie ein bisschen was haben. Ach, Regenbogenflagge ist an. Ja, sehr schön. Autsch.
Ich werde mal schauen, dass ich irgendwann die ganzen Belobigungen noch mache. Ich ziehe mir jetzt erstmal das neue Zeug an, was wir freigeschaltet haben. Wir haben das Zeug freigeschaltet. Ja, ein Hut. Ja, schön. Und wer steuert? Du? Nö. Ja, offensichtlich doch. Wo wärmt was? Wo kann man... Ich find's auch gerade nicht hier. Kleiner Tour. Ich glaube, wir sollten erstmal fahren. Wir sollten erstmal ans Ziel kommen. Bevor das Schiff nochmal versenken. Ach, passt schon. Make-up. Wo müssen wir lang? In welche Richtung? Süden. Okay. Kriegen wir hin. Ich habe jetzt Regenbogen-Make-up drauf. Oh, hübsch. Ja. Und einen neuen Hut. Oh nein. Willst du mal ans... Ich glaube, du kannst besser steuern als ich. Dann kann ich mal hier mein Make-up machen. Ich habe ja auch einen Führerschein. Natürlich kann ich besser steuern als du. Kleidungstruhe. Wo ist hier? Ah, das ist das. Du bist laut. Wo ist denn die Klamottentruhe? Ausrüstungstruhe? Die Klamottentruhe ist neben der Kosmetiktruhe. Kleidertruhe. Ja, wir müssen auch gleich bei Sanctuary sein. Wir haben einen Hut des verwünschten Captains. Eben meinst du. Ich meine, der sieht ziemlich scheiße aus, aber... Na, ich bald meine das besser. Okay, wir müssen ein Stückchen nach links, nach rechts. Kosmetiktruhe. Dann gehen wir erstmal richtig schön shoppen. Haarfärbung. Bei mir ist es verdammt ruhig hier. Echt? Ich hab noch gar nicht ausgecheckt. Make-up. Ich hab hier gar nichts, ich hab gar kein Make-up. Ja, ich hab mir welches gekauft. Ah, Regenbogen-Make-up. Ach, du bist auch Stufe 4, hey. Scheint so. Ja, musst du ja, wir haben ja gleichzeitig angefangen. Ist ja eine neue Season. Sanctuary Außenposten. Ich lasse das Schiff einfach auf Grund laufen. Würde ich sagen. Es geht ja noch. Ups, dann war das. Das Schiff fährt gerade einfach zurück. Jo. So, let's go to the mall. Lass uns shoppen gehen. Ich guck mal einen Echtgeldshop an. Vielleicht gibt's was Cooles. Vielleicht gebe ich ausnahmsweise tatsächlich Geld für das Spiel aus. Oh nein, das muss ich über den Microsoft Store machen. Ich habe ja ein bisschen. Wo ist der Shop? Ne, hier nicht. Hier gibt's Bier. Grog. Ready when you are. No problem. Okay. So. Sag mal, gibt's was Tolles? Ach, den einen gibt's nicht mehr, okay. Was war hier nochmal? Hier war das normale. Take your time. No hurry. Ich sauf gerade ein bisschen. Ich hab gerade die Meldung bekommen, dass du saufst. Aha. Wieso das denn? Keine Ahnung. Bist du ohnmächtig geworden? Nö, noch nicht. Aber das könnte gleich passieren. Hier sind Gegner! Gegner? Ja, hast du gerade gesagt. So, wo ist der Shop? Wo muss ich hin? Die Shops sind überall. Ich suche gerade den Echtgeld-Shop. Weil ich mir mal angucken will, was es so gibt. Wenn es irgendeinen richtig coolen Skin gibt, dann gehe ich vielleicht sogar was aus. Ich mag das Schiff, das Spiel. Geschlossen oder so? Ja, ich finde den Weg hier gerade nicht hoch. Findest nie den Weg. Ich bin zu betrunken. Findest auch einen lüchternen Weg normalerweise nicht. Hörst du meine Musik? Da oben war es ja. So, wo ist der Klamottenshop? Überall. Ich reihe alles voll. Schwierig. Such dir deinen eigenen Laden.
Ah, ich habe mal Erfolg freigeschaltet. Trinke so viel Grog, dass dem Piraten schlecht wird. Ich reihe alles voll. Ach, da oben war das Premium-Zeug, lol. Meine Fresse. So, dann zeig mal her. Und da, wo du bist? Nee, ich guck mir jetzt nur an, was es für echtes Geld zu kaufen gibt. Ich komm trotzdem mal zu dir. Muss ich neu laden? Oh boy. Jo, es gibt tatsächlich Zeug. Von ich schau mal. Aber nur für echt Geld wahrscheinlich, oder? Für einen Zehner. Ja, lol. Na toll. Cool. Das werde ich nicht tun, nur für Ingame-Währung. Für Ingame-Währung gibt's natürlich nichts, oder? Für Ingame. Nee, das ist der Premium-Ding. Ganz ja, ehrlich? Natürlich. Vielleicht, also, ich habe ja ein bisschen Geld. Mal schauen. What? I'm busy. Angebote stöbern. Gold und. Nee, auf einmal habe ich null Münzen. Ach so, das sind diese. Also das Q-Ding, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das finde ich richtig cool. Was für ein Q-Ding? Die Kostüme von Flucht der Karibik. Ich habe einen Piraten neben, Begleiter, Pirat, Schiffer. Q-Set. Okay. Schiffe gibt's da auch noch, Begleiter. Was du Hunden, du kannst die Tiere kaufen, das ist das Tolle von dem. Ich habe kein Geld. Oh, ich bin wieder nüchtern, das ging ja schnell. Ganz ehrlich? Klamottenshop. Mach was du willst. Wenn du das Geld übrig hast. Naja, Oma finanziert, ne? Have an amazing voyage. Jetzt das Geld geschickt. Ich würde es für wichtige Sachen ausgeben. Ich verdiene wirklich viel Geld. Ich würde niemals für yes. Den Hund werde ich mir aber, denke ich, holen. Der ist cool. Waffen, muss, ja. Muss ich nicht haben. Waffen brauche ich auch nicht unbedingt, aber das Ding. Das kommt den Hund auf. Ah, erste Klamottentyp. Okay. 15 Euro, ja, die würde ich dafür tatsächlich noch investieren. Du bist albern. Okay, was haben wir hier? Ich habe ja einen schönen Krabbenhut. Gute Segelrastner. Ich gebe jetzt mein Geld aus. 13.000, die wir hier schon hatten. Irgendwo einen prachtvollen Hut. Neue Bärte. Hübsches Kleid. Augenklappe habe ich nicht. Ich wollte hier mal. Mann, bei mir lädt gerade nix, ey. Das habe ich mir gekauft. Hier habe ich noch einiges nicht freigeschaltet. Schmuddelige, verstoßene Jacke des Schiffs, der Schiffsratte. Nee. Bei mir laden die Läden. 60.000 kann man sich alles nicht laden und leisten. Jacke des Admirals. Tja. Jetzt letztendlich, mein Gott. Irgendwas Cooles dabei. Hier gibt es nur das alte Zeugs, nichts, was man. Eventmäßig wird es hier nichts geben. Schön. Kaiserlichen Haken des Herrschers. Den habe ich schon. Besten. Das müsste der goldene sein. Ja. Ja, habe ich. Ja, das Zeug brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn schon, will ich meine neue. Neue Jacke. Gibt es irgendwas Interessantes? 27.000, okay, die kann ich mir nicht leisten. Die schädliche Jacke des, der Schiffsratte.
Ach, das schwarze Kartenzeug gibt's wieder, ja. Cool. Nö, glaube ich, nichts Interessantes. Robuster langer Mantel. Aber sieht die alte, glaube ich, besser aus. Schwarz-gelb. Ach, das ist das Holzbein, was ich gerade schon habe. Papstatus. Ich glaube, ich finde hier nichts mehr. Okay. Ich gucke, ob ich mir irgendwas für Schiff leisten kann, ansonsten spare ich halt. Ja, für Schiff wäre eine gute Sache. Natürlich kann man sie nicht kaufen. Welches Schiff denn? Das ist untergegangen. Dann vielleicht mal nicht in der, dann wüsste ich mal nicht in ins Outfit, sondern ein Schiff. Cool. Ich kann nichts für Schiff kaufen. Wieso oder? Nicht? Ach nee, das war die Truhe. Wenn es jetzt einen Jack Sparrow Hut gäbe, irgendwie, dann wäre es dann, Ja, gibt's halt für echt Geld. Kostet halt einen Zehner. Definitiv nicht. Ja, du hast das Geld nicht, ich hab halt. Bei dem war ich gerade schon. Wo ist der Schiffsverkauf stand? Beim Schiff. Und wo ist das Schiff? Weg. Ja, es kostet halt alles 100.000. Also können wir uns von unserem heutigen Dings nicht wirklich was leisten. Nee. Aber wenn wir Kapitel 2 machen, dann können wir noch. Wir könnten es doch machen, aber... Nee, heute nicht mehr. Was wollte ich gerade sagen? It's a good day. You sailed my way. Angebot durchstöbern. Aber man muss sagen, bis auf die technischen Probleme und die Rudersache war es schon cool. Das hübsche Flagge kaufen. Die glorreiche Flagge der Säbelrassler haben wir hier. Die Kronflagge habe ich schon, die kaiserliche Flagge des Herrschers habe ich schon gekauft. Jägerflagge haben wir hier. Rumpfanstrich. Ah, das wäre vielleicht mal interessant, aber kann ich mir nichts leisten. Von Onyx doch hier ein gelbes See könnte ich mir leisten. Aber wozu? Steuerrad, auch zu teuer. Mündungsfeuer, auch alles zu teuer. Cool, ich habe jetzt 6.666 Geld. Kanonen. Ich 13.822. Ich finde hier nichts zum Kaufen. Gallionsfigur Wilde Rose kann ich mir noch leisten. Für 125. Kannst du die Gallionsfigur holen? Ja, für 125. Ja, für diese blauen Münzen. Da habe ich ja recht. Ja, ich weiß. Soll ich mal gerade. Ich habe Aristokraten-Gallionsfigur und eine Gallionsfigur Wilde Rose. Was wollen wir nehmen? Ich gucke gerade im Moment. Weißt du, gerade sieht cool aus. Willst du den Typ oder willst du die Frau? Bin unentschlossen. Also wir hätten den Anstrich für die Waldrose. Boah, die schwarze Krakenfigur sieht halt... Ja, ist aber aus Steuer. Sag du, wen soll ich nehmen? Ah, nimm das von der Waldrose, dann wäre das Set fast vollständig. Okay. Können wir gleich anbringen. Sehr schön. Da habe ich immer noch genügend Geld für alles. Ja, aber nichts für Schiff. Kein gelbes Segel kann ich kaufen. Warum sollte ich? So, wie kann ich die Galeonsfigur jetzt ausrüsten? Wir haben gar kein Schiff. Wir haben dafür kein Schiff. Egal, ich würde mal sagen, lass was mal für heute.
Nee. Ich hab mal eben beendet. Ja. Ich mache jetzt auch den Schluss. Ja. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, habt noch einen angenehmen fristigen Tag und ja, haut da rein. Bis dann und ciao.